Es ist schon eine Weile her, wo wir das erste Video mit dem ID.4 bzw. die Produktankündigung für den Frank, für den ID.4 gedreht haben. Damals war es Sommer, damals habe ich noch eine kurze Hose getragen. Jetzt grau in grau, teilweise schneit es, es ist wirklich bitterkalt. Trotzdem, mit diesen Worten möchte ich euch begrüßen zu einem weiteren Video der Firma Frank.at, wo wir das Produkt Frank für den ID.4 näher anschauen möchten. Jetzt ist er also fertig. Jetzt halte ich die Vorserie in den Händen. Wie ich zum Planen begonnen habe, war ich wirklich begeistert, wie viel Platz noch im Motorraum im ID.4 übrig ist. Der Frank wird so aussehen, ist von den Abmessungen stolze 91 cm breit. In der Tiefe beträgt er 35 bzw. hier 37 cm und nach unten sind sie in etwa 12, 13 cm, 14 cm. Also doch ein beachtlicher Stauraum im ID.4, der möglich geworden ist. Okay, jetzt aber das Interessantere. Schauen wir uns den Motorinnenraum an. Dann öffnen wir die Motorhaube. Natürlich öffnet sich die Motorhaube halbautomatisch mit einer eingebauten Gasdruckfeder. Bleibt natürlich auch offen stehen, sodass man auf die lästige Spreize eben verzichten kann. Gut, hier sieht man den Frank im eingebauten Zustand. Zusätzlich haben wir ein Netz eingebaut, dass eben die Tasche etwas Halt hat, beziehungsweise im Zwischenraum des Netzes kann man auch noch kleine Sachen unterbringen. Okay, rechts, links, sofern man will, das Ladekabel untergebracht, weil hier der Frank etwas tiefer ist. Und sonst bleibt noch genügend Platz, zum Beispiel in der Tasche für den Notladeziegel oder eben auch noch daneben, um dementsprechend Utensilien einbauen zu können. Okay, wie immer haben wir darauf geachtet, dass das Produkt sehr leicht einzusetzen und wieder ganz leicht herauszunehmen ist. Es ist nichts am Fahrzeug umzubauen, man braucht ihn lediglich einsetzen bzw. herausnehmen. Ich demontiere das mal mit einem Ruck. Lösen sich die Halteklammern. Hier sieht man den Ursprungszustand des Motorraums und einzusetzen ist er wieder genau gleich. Einfach richtig positionieren, draufdrücken, auf der anderen Seite auch positionieren, aufdrücken und fertig. So ist er ein- und ausgebaut in wenigen Sekunden. Okay, ich hole jetzt mal die Kamera. Mein Kameramann ist leider ausgefallen heute und zeige ihn euch näher. Wie gesagt, links der etwas tiefere Stauraum, prädestiniert zum Unterbringen vom Ladekabel. Rechts das Gepäcknetz und die Tasche. Die Gasdruckfeder. Noch momentan nicht im Originalzustand, die bekommen wir erst geliefert. Momentan sind einfach die Lieferketten etwas langwierig und schwierig. Okay. Dann war es das auch schon von meiner Seite. Zeitlich sieht es jetzt so aus, dass jetzt das neue Material bestellt worden ist. Wir haben erst Tests machen müssen, welche Material bzw. welche Stärke des Rohmaterials wir verwenden. Wie gesagt, es ist jetzt bestellt worden. Es hat eine Lieferzeit von ca. 8 Wochen. Das heißt, die Serienauslieferung werden wir Ende Jänner, Anfang Februar starten können. Dann ist es auch soweit, dass wir die Original-Gasdruckfeder dazu anbieten können. Ja, und dann kann es losgehen. Ich werde natürlich dann auch noch ein neues Video vorstellen, dass man das Produkt in all seinen Facetten bzw. wie es dann wirklich im Auslieferungszustand aussieht, dementsprechend in YouTube auch ansehen kann. Okay, soweit so gut. Danke fürs Dabeisein, euer Josef von der Firma Frank.at.